ja, liebe Leute, kleiner Stadtstreicher, wieder mal antik. Ich meine, nicht so ganz so schlimm, nichts Römer und so. Auch Mittelalter war schon genug. Diesmal gehen wir ein paar Jahrhunderte weiter. Aber lasst euch überraschen, was es hier im Garten des Heeresgeschichtlichen Museums alles zu entdecken geben wird. Ja, vor mir habe ich 4 junge Leute, die so gar nicht nach Mittelalter ausschauen. Aber sie sind Awaren, wenn ich den Musikgruppennamen richtig interpretiere. In dem Fall nicht. Naja, kann man nicht sagen. Naja, wir sind die Amarok Avaris. Also, das steht eigentlich frei übersetzt für die unbeugsamen Wölfe. Ah, unbeugsame Wölfe. Hat mit den Avaren nichts zu tun. Amarok sind die Wölfe. Genau, aus eigentlich der finnischen Mythologie. Wie seid ihr zur mittelalterlichen Musik gekommen? Es hat sich so ergeben. Und ich bin gefragt worden von einer, die heute leider nicht mit uns hier sein kann, ob ich nicht in die Mittelalterband einsteigen will als Sängerin. Und ich war zuerst so, Mittelaltermusik habe ich noch nie gemacht. Und dann hat es mir gefallen und dann bin ich da geblieben. Aus welcher Musikrichtung kommt ihr denn eigentlich im zivilen Leben? Also ich studiere Jazzgeige in Linz. Ich bin klassischer Schlagwerker hauptberuflich und hauptsächlich Barockbarkist und spiele aber seit 20 Jahren in diversen Mittelalterbands und Formationen. Ich habe eigentlich auch Jazzgesang studiert. Ich habe nichts studiert, ich habe klassisches Klavier einmal ein bisschen gelernt, ein paar Jahre, und dann auf Gitarre gewechselt und eigentlich viel Blues, Rock, Pop, sowas gespielt. Wir können uns bei der Musik schon mal ein bisschen Rhythmus freuen, oder? Mhm. Hoffentlich. Es gibt hoffentlich viel Rhythmus, ja. Das sind wir beide verantwortlich. Ja, wir bemühen uns. Wir machen uns überhaupt keinen Rhythmus, oder? Also. Nein, wir müssen zur Darstellung einfach muss stellen. Irgendwer muss ja die Melodie auch machen. Genau. Aber die Melodie braucht doch auch einen Rhythmus. Ja. Wir sind Amarok Avari und jetzt kommt das Seemannslied. Wir hoffen, ihr kommt alle auf eine Weltreise mit. Und 1, 2 und 1, 2, 3, 4. Hey!
Ja! Ja! Eine gemütliche Runde von Campen, die ich soeben zumindest vier davon in Aktion gesehen habe. Ihr seid die Dreschflegel aus Tirol. Dreschflegel, das ist, da stecken zwei Wörter drinnen, Dreschen und Flegel. Für einen Schaukampfverein eine recht passende Umschreibung und außerdem ein mittelalterliches, bäuerliches Handwerksgerät. So ist es, ja. Ihr seid im Zivilberuf natürlich keine Kämpfer. Wie kommt man dazu, in der Freizeit durch die Lande zu reisen und sich vor anderen Leuten mit einer tollen Kampfchoreografie da zu produzieren? Also gestartet hat es mit so japanischer Kampfkunst, wo ich trainiert habe, und später habe ich mir gedacht, man könnte nur statt im fernen Osten halt auch in Europa bleiben und einmal sich dort die Kampftechnik anschauen. Und so ein Faible für Ritter, Burgen, Schlösser, Mittelalter war immer schon da. Und dann hat man halt den ersten Mittelaltermarkt mal besucht, war begeistert und hat gesagt, das will man auch machen. Aber das war natürlich nicht so einfach. Man braucht Training, man braucht Ausrüstung, das kostet einiges. Und je nachdem, was man machen will, muss man halt dann auch Leute finden, mit denen man es machen kann. Und das hat sich dann so entwickelt und das war vor 18 Jahren, dass wir dann die Gruppe gegründet haben. Sind jetzt an die 23 Mitglieder oder 25 und so in Österreich von Osten bis Westen, Deutschland rauf bis Köln, in Thüringen sind wir dieses Jahr noch, in Südtirol und Slowenien sind wir mit den Lagern, Ritterlager und Shows unterwegs. Ja. Das heißt, ihr kommt mit eurem Hobby weit herum, viel herum.
viel gesehen, viel erlebt. In den letzten paar Jahren haben wir dann auch noch angefangen, so ein bisschen die Feuershows mit brennenden Schwertern in Rüstungen etc. das ein bisschen zu etablieren. Und mit der Gruppe Daedalus zusammen machen wir da dann heute noch die und morgen die Abschluss, die Feuershows. Und auf die, glaube ich, können wir uns schon alle freuen. Jawohl.